Leute, was geht ab, Leute? Hunger? An einer einsamen, verlassenen Arena. Seht ihr gleich. Ich mache das Gameplay auf. Und hier findet heute ein EX-Trigger statt. Patent von Hong, so habe ich es genannt. Und zwar versuchen wir hier heute eine Mewtwo-EX-Einladung auszulösen. Deswegen Trigger. Wurde groß angekündigt auf Discord. Ungefähr ab 15, eher 16 Uhr. Natürlich abhängig davon, wann hier ein Raid stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so genau erklären soll. Auf jeden Fall stammt diese Theorie von diesem Agaba aus Dubai da, wo die das anscheinend öfter schon gemacht haben. Und jetzt machen das ein paar Leute nach auf der ganzen Welt. Und heute wir hier. Bin gespannt. Man soll halt die Arena, den Raid, so busy, so beschäftigt wie möglich lassen. Sprich, ganz oft den Raid machen, in ganz vielen Wellen und so. Genaueres blende ich euch hier ein. Und schauen wir mal, ich bin gespannt. Ich versuche die Arena hier noch auf Silber zu bekommen. Weil die Niantic meinte, je mehr Interaktion man mit der Arena hat, desto besser und so. Also, wieso nicht? Ich probier's mal. So, jetzt mal Screen Recorder an. Ich habe die ein Drittel Bronze ungefähr. Aber Bronze auf Silber dauert zum Glück nicht lange. So, perfekt. Ich habe hier ein Ei für euch. So, erstmal das Ei. Hoffentlich eins der neun. Flamly, starte. Gib ihn mir, 100%, komm. Einmal. Direkt, zweiter Satz nur. Tot. So, das ist die Arena. Den kennen wir doch. Vor 12 Minuten eingesetzt. Wir sehen dich, Anton. Und ein Kampf gegen den. Leta King. Los geht's. Moment, erstmal drehen. Okay. Und ein Ei einsetzen, bevor ich es wieder vergesse. Und dann können wir kämpfen. So. Jetzt geht's los. Anton war so schlau und hat kein Normal-Pokémon reingesetzt. Alter, wie das hängt. Ich hasse das, Mann. Komm. Komm. Weiter. So. So. Jetzt, Alter. Jetzt habe ich mein Team wieder geändert. Was sollten die echt ändern? Dass wenn man sein Team hier ändert, aus Versehen, wie jetzt zum Beispiel, dass es halt dann nicht für immer geändert ist. Auf jeden Fall, Kampf gegen Leta King, los geht's.
So, mal reinsetzen. Setz was Schwaches rein, weil ich will ja rausfliegen, damit ich nochmal kämpfen kann. Nämlich. Füttern, da krieg ich auch noch Bonbons. Hoffentlich. Und wir sehen uns gleich, wenn hier ein Rage stattfindet. Mal schauen, wie viele Leute kommen, ich bin echt gespannt. So, das war gestern. Ich komme gerade von der Purge. Wir haben gerade, warte, von 21 Uhr bis ja, so um die 10 Stunden gepurged oder so. Und leider, genau da, wo wir natürlich Schluss gemacht haben, kommen die Überklassensachen. Ganze Nacht ist kein Hydropi 100 gekommen und ein Trassler 100. Letzte Purge haben wir den auch bereits leidend gesucht. Und heute kam der endlich. Und dann noch ein Onyx und Magma, die wären auch nicht schlecht gewesen. Hätte ich auf jeden Fall noch gerne mitgenommen. Auf jeden Fall Hydropi und Trassler. Schade. Aber ich habe gelernt, den Sachen, die man verpasst hat, nicht hinterher zu holen und sich über die Sachen zu freuen, die man bekommen hat. Das zeige ich euch wahrscheinlich morgen im Video. Heute geht es immer noch um den EX Raid, EX Trigger. Ich habe dann die Arena doch noch auf Silber bekommen. Da sind dann noch mehrere Leute gekommen mit derselben Idee, die Arena hochzuleveln. Zumindest dann auf Silber. Und auch eine Menge Spoofer am Start. Und dann sah es ziemlich schlecht aus. Es kam die ganze Zeit kein Raid. Bin nach Hause gegangen wieder essen, weil ich wohne nicht weit von der Arena. Und dann kam endlich einer. Leider ein Grodon mit Solarstrahl. Wieso ist das leider? Weil dadurch die Gruppen größer werden müssen, damit wir den überhaupt schaffen. Und eigentlich ist ja die Theorie, dass man versucht, so viele Lobbys, so viele Wellen wie möglich an der Arena zu machen. Und ich habe hier ist die Auswertung. Es waren 118 Leute ungefähr, also über 100. Mit beinahe 140 Accounts, okay. Und es wurden nur 19 Wellen, nur 19 Lobbys gestartet. Was ein bisschen wenig ist, ist ungefähr ein Durchschnitt von mehr als 10 sogar pro Lobby. Da hätten wir uns ein bisschen besser aufteilen können. Beziehungsweise halt Solarstrahl. Das ist schon leidend. Weil die Berichte von denen, die es bisher geschafft haben, erfolgreich, die hatten ein bisschen mehr Lobbys. Da steht zum Beispiel 98 Lobbys, die erfolgreich geradet haben. Und von denen haben 69 Accounts. Von denen haben 40 EX-Rate Einladungen bekommen. Und hier auch 71 Lobbys. Und wir haben halt nur 19 Lobbys gemacht. Also ich weiß da nicht so recht, aber ich hoffe es mal natürlich. Ansonsten Organisation war eigentlich ganz okay. War natürlich ein bisschen hektisch, relativ viele Leute. Alle ein bisschen ungeduldig, alle wollten das natürlich so wie immer als erstes machen, so schnell wie möglich. Nicht viele, die Geduld haben. Aber im Großen und Ganzen, schaut dann alle. Denke ich mal, hoffe ich mal, dass es erfolgreich sein wird. Das Problem ist halt nur, nicht jeder wird einen bekommen. Selbst wenn das erfolgreich war und dadurch jetzt an der Arena ein EX-Raid stattfinden wird, wird auch nur ein Bruchteil davon eine Einladung bekommen. Heute ist noch ein Versuch. Muss mal nachschauen. Ich weiß gar nicht, ob es an derselben Arena ist oder sonst irgendwo, aber heute Nachmittag auf jeden Fall noch ein Versuch. Mal schauen, ob ich vorbeischauen werde oder einfach schlafen werde wegen der Purge Night. Und dann müsste heute Abend die Einladung kommen. Also, falls es geklappt hat, ich gebe euch morgen im Video Bescheid oder halt heute Abend auf Instagram, Facebook, Twitter. Schaut da vorbei. Das einzige Kontroverse ist halt, also da hat ein paar eine andere Meinung, hat das denen nicht so gefallen. Und zwar war das halt eine Arena, wo bereits ein EX-Raid stattgefunden hat. Und viele wollten eigentlich eine neue Arena finden, wo noch keiner stattgefunden hat. Und die Arena sozusagen aktivieren. Und die ist ja bereits aktiviert. Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied machen soll. Aber für manche war das ein großer Unterschied. Ich denke, wir werden demnächst auch noch einen machen bei einer komplett neuen Arena, wo noch kein EX-Rate stattgefunden hat und dann dort einen Vergleich ziehen und dann hoffentlich bei beiden ein EX-Rate bekommen. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ich gebe euch Bescheid. Schreibt noch in die Kommentare, falls ihr das auch gemacht habt. Ich hab von ein paar Städten gehört, die das auch versucht haben. Über Ergebnisse würde ich mich freuen. Interessiert mich sehr. Ansonsten mir mal liken, subscriben, kommentieren. Ich hau mich jetzt ins Bett, bisschen ausruhen von der Purge. Morgen das Video zu der Purge, die Highlights. Checkt Facebook, Twitter und Instagram ab. Vor allem heute Abend, falls ich eine Einladung bekomme. Checkt den Shop ab. Habe ich gerade nicht an. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.